Nachdem es gestern ziemlich gerumpelt hat an den Aktienmärkten, stellt sich jetzt die Frage, wo und vor allem wann endet diese Korrektur? War es das vielleicht sogar schon nach unten? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was heute an den Märkten zu erwarten ist. Schauen wir uns vielleicht erstmal an, was gestern so passiert ist, was da erwähnenswert ist. Wir sehen hier die FANG-Aktien zum Beispiel, die hatten ihren schwächsten Tag seit Dezember 2018. Da ging es also massiv nach unten. Wir sehen den größten Punktverluste beim Nasdaq seit der Dotcom-Blase, sogar etwas mehr. Klar, der Index ist noch weiter gestiegen seitdem. Insofern ist der prozentuale Verlust deutlich geringer, als das hier damals im Jahr 2000 der Fall war. Aber es ist schon eine Größe. Man sieht schon, da hat es ein bisschen gerappelt. Da ist ein bisschen passiert. Und hier sehen wir dann zum Beispiel auch, dass die Dinge sich hier weiterentwickeln könnten. Das wollte ich eigentlich zeigen mit dem S&P 500. Da haben wir den schlechtesten Tag seit 2018 für den S&P 500. Die Dow Jones und der S&P sind jetzt sogar negativ seit Jahresbeginn. Dow minus 2%, sogar im Minus. Nur der Nasdaq ist noch positiv in diesem Jahr mit 2,77%. Wir haben jetzt vor allem Konzerne gesehen wie United Health aus dem Versicherungsbereich, weil eben Bernie Sanders irgendwie so ein Momentum hat auf seiner Seite. Und Bernie Sanders wäre nicht nur für die Wall Street sehr, sehr schlecht, sondern eben auch für die Versicherungsbranche in den USA ein durchaus großes Problem. Wir sehen hier den Dow Jones noch, um das abzuschließen, mit dem zweitgrößten Tagesverlust in Punkten. Und das waren dann immerhin auch schon 3,6%. Also da ist durchaus was gekommen. Hier sehen wir so eine Tabelle und sehen, dass der Nasdaq vielleicht so ein ähnliches Muster macht wie in den Jahren 1999 bis 2001. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Wir haben ja jetzt so eine ähnliche euphorische Situation gehabt wie in der Dotcom-Blase. Bewertungen spielen keine Rolle mehr. Der neue Hype sind sozusagen die Notenbanken, Liquidität, alles wird weggewischt, alle rationalen Kennzeichen spielen keine Rolle mehr, weil wir haben die Liquidität. Das war die Auffassung der Märkte. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es hier weiter? Und ich hatte gesagt, wir haben jetzt die Fragestellung, ja, wo und wann endet das? War es das? Nach meiner Auffassung war es das noch nicht. Wir werden wahrscheinlich eine Erholung sehen, beziehungsweise sehen sie schon im asiatischen Handel, weil einfach die asiatischen Indizes nicht so tief im Minus sind wie teilweise die Wall Street. Wir waren extrem überverkauft jetzt gestern, und zwar so überverkauft wie seit Juni, wie seit August letzten Jahres nicht mehr im S&P 500. Wir sehen hier diesen scharfen Abverkauf, haben uns jetzt allerdings erholt, und das liegt auch daran, dass China vor allem wieder schöne Zahlen nennt. Fangen wir vielleicht mal mit diesen Zahlen an. Hier heißt es, jetzt haben wir 499 Fälle in Hubei, in dieser Provinz, aber nur 71 neue Fälle auf dem Festland, also Mainland China. Insgesamt haben wir jetzt 68 neue Tote in Hubei, und praktisch all das fokussiert sich ja in China inzwischen auf Hubei. Das ist so ein bisschen das Thema, dass China sagt, okay, fast überall woanders ist es in China eigentlich kein Problem mehr. Shanghai zum Beispiel, da laufen die Sachen gut, etc. etc. Also das Problem scheint sich jetzt auf Hubei zu fokussieren, zumindest laut chinesischer Darstellung. Aber für die Märkte ist eben relevant, dass sich das Coronavirus ein Stück weit globalisiert hat, könnte man sagen. Jetzt mit Italien, mit Südkorea als Hotspots gewissermaßen. Da wollte ich dieses hier zeigen. Gestern ja auch die Aktienmärkte unter Druck, nachdem die CDC, die amerikanische Seuchenbekämpfungsbehörde, 53 neue Fälle gemeldet hatte in den USA, davon allerdings einige Kreuzfahrtschiffler. Da ist übrigens jetzt der vierte Patient, der vierte Infizierte, der Diamond Princess, verstorben. Insgesamt sind wir jetzt über 80.000 Infizierten, siebte Tote. In Italien über 200 Infizierte, Spanien dritter Fall. Die WHO hat gestern wieder mal den Diktatoren die Füße geküsst. In Peking hatte man das Gefühl, also da wollte man sich dezidiert nicht zu Wuhan äußern. Warum wohl? Man hatte China gelobt, sie haben viele Hunderttausende Erkrankungen verhindert. Das kann ja durchaus sein, aber
Das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass die WHO dieses Spiel mitspielt. Die CDC warnt Amerikaner vor Reisen nach Südkorea. Japan fordert auf, die Unternehmen ihren Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen. Also grundsätzlich ist jetzt das Thema, passiert Grenzschließung, passiert jetzt das, was wir ähnlich in China gesehen haben, nämlich dass ganze Regionen abgeschlossen, isoliert werden. Das ist das große Ding sozusagen, das jetzt der Fall ist. Und wir sehen hier diese Tabelle, laut chinesischen Angaben sehen wir, dass in Festlandchina die Fälle hier zurückgehen und wir sehen, dass selbst in der Provinz Hubei die Fälle zurückgehen. Aber hier global, Rest der Welt, geht es eben nach oben. Und JP Morgan sagt, ja, unser Basisszenario ist, dass China schnell wieder zurückkehrt zur Arbeit. Ob das passiert, ist die große Frage. Hongkong zum Beispiel heute verkündet, bis Ostern, also bis tief in den April, werden erstmal die Schulen geschlossen. Das wird bedeuten, dass viele auch da nicht zur Arbeit können. Und das Zweite war eben die Annahme, dass das Ganze nicht sich globalisiert, also praktisch dieses Virus nicht immer globaler sich ausbreiten kann. In der Summe haben wir jetzt eine scharfe Reaktion der Märkte. Wir haben gestern gesehen, den größten Tagesverlust bei Anleiherenditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe seit 2016. Wir sehen, dass die Märkte mit Zinsspekulationen hier ins Kraut schießen. Man erwartet jetzt bis Ende des Jahres 2,3 Zinssenkungen durch die Fed Fund Futures. Also da tut sich ja auch einiges. Die Notenbanken müssen und werden reagieren, aber vielleicht hier ein Artikel in dem Wall Street Journal, der sehr interessant ist, der sagt, ja, die Zentralbanken haben offenkundig die Macht über die Märkte, über die Finanzmärkte, aber sie haben scheinbar nicht die Macht über die Realwirtschaft. Da können sie scheinbar relativ wenig tun. Ein Aspekt, über den man mal etwas tiefer vielleicht nachdenken sollte. Interessant, gestern der Abverkauf auch bei Gold unter großem Volumen ging es plötzlich nach unten und wir haben eine Relation zwischen Gold und Kupfer, die so ein bisschen als Kriseninstrument, als Krisenbarometer gilt. Je schwächer Kupfer und je stärker Gold, umso größer die Krise. Und da ist durchaus ein neues Hoch erreicht worden in dieser Relation Outperformance Gold zu Kupfer. Also da scheint einiges im Argen. Wie weit kann es jetzt gehen? Wir kommen hier nochmal auf den S&P 500. Wir dürften eigentlich mindestens nochmal zum 38er Retracement laufen, also unter der 3200er Marke. Diese Zone 3170 bis 3150, vielleicht sogar 3100, vielleicht sogar hier unter die 3000er Marke. Das dürfte erreicht werden. Heute wahrscheinlich erstmal zunächst eine Erholung, wie wir hier in den Charts sehen. Hier sehen wir den Nasdaq Future, der gestern massiv abgefallen war, die Charts von Capital.com. Wir sehen jetzt, dass im asiatischen Handel hier in diese langen Dochte langsam blauen oder grünen Kerzen weichen. Es geht ein bisschen nach oben, möglicherweise nochmal Gap-Schließung hier im Bereich 9320 etwa. Also da, wo wir sozusagen gestern im asiatischen Handel dann reingekommen sind. Wir sehen den S&P 500 bei 3257, wir sehen den DAX bei 13.138, gestern ja zwischenzeitlich unter die 13.000er Marke gefallen, Euro Dollar 1.0853, Gold, wie gesagt, da hat es gestern schon ganz schön gerumpelt, jetzt geht es weiter, 1.636, war ein bisschen zu heiß gelaufen und Crude Oil 51,74 Dollar. Also, wir können davon ausgehen, dass wir heute eine Erholung sehen. Die Frage ist, wie weit reicht die? Solange diese ganze Globalisierungsvirusgeschichte nicht vom Tisch ist, sind diese Anstiege nach meiner Auffassung gedeckelt. Wir werden noch wochenlang mit dieser Korrektur zu tun haben. Es wird ein bumpy ride, wie die Amerikaner sagen. Es wird eine rucklige Fahrt, da wird es rumpeln, mal scharf nach oben gehen, mal scharf nach unten gehen. Ich gehe davon aus, dass wir das Tief dieser Korrektur noch nicht gesehen haben. Da wird noch was kommen. Es gibt jederzeit Erholungen. Wir werden aber noch tiefere Kurse sehen und erst im April dann wahrscheinlich ein Tief erreicht haben, von dem es ausgehend dann wahrscheinlich sogar wieder auf neue Allzeithochs geht. Ich wollte Ihnen noch zeigen, dass derzeit schon Sid Donald alles versucht, die Märkte wieder nach oben zu drücken. Das Coronavirus ist unter Kontrolle. Wir sind mit allen in Kontakt. Und the stock market starting to look very good to me. Also der Aktienmarkt sieht sehr interessant aus. Und auch Larry Kudlow sagt, für Langfristkäufer ist das jetzt die Chance, den Dip zu kaufen. Man fordert also faktisch die Leute auf, kauft jetzt. Und dann kann ja nichts schiefgehen. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Dienstag, meine Damen und Herren. Und sage Servus und Ciao.